Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Die Aorta ist unsere Hauptschlagader, die vom Herzen bis zum Becken geht. Die Gefäße dieser Ader sind nur ungefähr 1,5 mm dick und man kann sich vorstellen, was passiert, wenn sich dieses Gefäß wie ein Ballon immer stärker aufdehnt. Dann werden nämlich die Wände dieses Gefäßes immer dünner. So etwas nennt man Aneurysma und wir sprechen heute darüber, wie man das behandelt, was man dagegen tun kann. Bei mir ist Dr. Marwan Youssef. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie an der Asklepios Klinik Nordheidberg und er ist langjähriger Spezialist für die Aneurysma-Behandlung. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Youssef. Vielen Dank. Wer entdeckt normalerweise so ein Aneurysma? Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir alle Mediziner entdecken wir die Aneurysma. Es ist so, aufgrund der Häufigkeit von Aneurysma bei Männern, die mal geraucht haben, die aber alt sind, älter als 50 bzw. 60 Jahre alt sind, da ist das Vorkommen von Aneurysma nicht selten. Und daraufhin ist so, dass in unserem Gesundheitssystem schon auch neulich Thema Screening aufgenommen ist. Mhm. Das heißt, unsere niedergelassene Kollegen machen diese Untersuchung im Rahmen von Screen bei jedem Mann, der diese Art von Risikofaktoren, vor allem Rauchen, aber auch hohen Blutdruck. Und Screen besteht aus Ultraschall vom Bauch. Also dass die mit Sonographie da den Bauch untersuchen. Und insofern, wer Aneurysma entdeckt, im Grunde genommen der Hausarzt kann der Aneurysma entdeckt. Nicht selten früher in der Elternzeiten die Urologen, unsere Kollegen der Urologie, da die auch die Nieren geschallt haben wegen Nierensteine oder Krämpfe da im Flankenbereich, sodass Aneurysma in diesem Bereich, weil das in der Nähe von der Niere liegt, und das Aneurysma diagnostiziert haben, festgestellt haben und ein Gefäßchirurg weiter dem Patienten vorgestellt haben. Ja. Und angenommen, es ist jetzt diagnostiziert worden und der Patient kommt zu Ihnen, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten, wie man jetzt diesem Aneurysma beikommt. Was ist denn eigentlich das Ziel dieser Behandlung? Also was ist das beste Ergebnis nachher? Ja. Das Ziel ist Prophylaxe. Ja, unser Ziel bei Aneurysma-Patienten wäre, eine Ruptur bzw. ein Platzen vom Aneurysma zu verhindern. Ja, da, wenn wir vom Platzen vom Aneurysma sprechen, sprechen wir von höherer Sterblichkeitsrate, dass die Patienten an Blutung da zu Hause sterben können. Ja, ja, ja. Und da wäre unser Ziel, dem Patienten quasi das zu verhindern und zu schützen, in dem Sinn, dass wir das Aneurysma operativ oder minimalinvasiv da ausschalten. Also mit einer offenen OP durch einen Katheter? Kathetergestützte Operation. Okay, hat man da als Patient die Wahl? Der Patient hat immer die Wahl. Ja. Und das ist eine sehr gute Frage, da auch Patientenwunsch schon eine große Rolle bei Verfahrenauswahl spielt. Ja. Das heißt, bei vergleichen beiden Methoden, da gibt es bei jedem Verfahren Nach- und Vorteile von jedem und da diskutieren wir das ganz offen mit dem Patienten, erklären wir ihn die Nach- und Vorteile, was hat man bei jedem Verfahren und oft ist so, dass wir dem Patienten auch empfehlen, was wir am besten für ihn denken. Was ist denn für Sie, was machen Sie denn lieber? Also wovon sagen Sie dann, die OP hat mehr Erfolg oder hält länger vor? Welche wäre das denn? Uns lieber ist, dass der Patient langfristig, aber auch nicht nur langfristig, sondern perioperativ in absehbarer Zeit auch gesund ist. Ja. Und darum geht es.
Das heißt, die Patienten, die jung sind, die auch von anderen Organen, betrifft vorwiegend das Herz, aber auch die Lunge, keine Voroperation im Bauchraum, keine Darmoperation zum Beispiel und so weiter, die würden wir gerne offenes Verfahren oder offene Operation empfehlen. Dafür müssen wir den Bauch weit eröffnen und da einen Ersatz, also Ausschneiden von diesem Aneurysma, von Aneurysmaten vorwiegend. Wir sprechen von, wie gesagt, unterhalb der Nierenarterie. Und da gibt es einen offenen Aortenersatz im Sinne von eine Rohre, eine Tube-Ersatz oder eine Y-Prothese für oben und die beiden Beckenschlagadern. Andere Seite, die Patienten, die älter sind, die schon eine Reihe von anderen Begleiterkrankungen mitgebracht haben, trifft Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, aber auch viele Operationen oder multiple Operationen im Bauchraum, dass wir da mit Vernarbung im Darmbereich auch zu tun haben, würde man eher diese minimalinvasive Methode empfehlen, da wir hier wenig Trauma, also wegen weniger Invasivität für den Patienten, weil wir nicht durch den Bauch gehen, nicht große Schnitte machen müssen, sondern kleine Minischnitte, aber auch mit Punktion im Leistenschlagader, dass wir das Aneurysma von innen mit Kathetertechnik oder mit Stentverfahren abdichten. Aha, das heißt, es wird also mit einem Draht durch die Leiste dahin geschoben, wo das Aneurysma sitzt und wird dann so wie ein innerer Mantel, ne, sozusagen, ein künstlicher innerer Mantel in die Ader gesetzt. Genau so ist es. Es ist so, dass für die konventionelle oder die häufige Aneurysmaformen betrifft die Bauchschlagader unterhalb der Nieren, dass wir an Standard-Stents oder Systeme haben, die jederzeit verfügbar sind, egal ob der Patient auch im Notfall oder aber auch elektiv zum Angriff gekommen ist. Ja. Für Aneurysmen, die auch weniger so vorkommen, aber auch nach oben, betrifft die eingeweihte Gefäße. Da steht eine Reihe von anderen, eher modernen oder Hightech-Verfahren, die auch zur Verfügung stehen. Was heißt das? Also, dass diese Prothese extra noch einmal gebaut wird für den speziellen Patienten? Genauso ist es. Wenn wir bei elektiven, also selektiven Eingriffen, wir davon sprechen, in der Situation, wo wir Zeit und unter elektiven Bedingungen das aussuchen können, wird eine individuelle hergestellte, sonderangefertigte Prothese für den Patient anhand der im Vorfeld angemessenen CT-Bilder, also Computertomographie, wie das Aneurysma aussieht, wie die Abgänge der eingeweihten Gefäße. Und da werden diese Stent mit Öffnungen, das heißt mit Fenstern oder auch je nachdem Seitenarme, mit dem Ziel, dass die eingeweihten Gefäße weiterhin durchblutet in der Zeit, wo das Aneurysma oberhalb und unterhalb mit dem System abgedichtet ist. Ja. Und es kommt ja aber auch vor, dass das Aneurysma höher sitzt, in Höhe der Brust. Welche Möglichkeiten haben Sie da? Es ist so, dass seit vielen Jahren dass genau in diesem Bereich von Brustkorbschlagader eher die Domäne der minimalinvasiven Techniken, also die Art von großen Operationen, die wir vor vielen Jahren durchgeführt haben, betrifft die Öffnung von Brustkorb und Bauch zusammen mit Einsatz von Herz-Lungen-Maschine eher sehr selten vorgenommen, bei bestimmten Kollektiv, bei sehr seltener Situation, da diese schon große Operation, die sehr invasiv und nicht ohne Risiko ist, durch die minimale invasive Operation ausgelöst ist. Mm-hmm.
Nun sind das ja alles Eingriffe, die sind mehr oder minder schwer für den Körper. Also die offene OP, da hat man längere Zeit mit zu tun, die dauert einige Stunden, die OP. Man ist zwei Wochen, glaube ich, bis zu zwei Wochen im Krankenhaus. Kann ich denn sagen, naja, danach ist das vorbei und ich werde nie wieder ein Aneurysma bekommen? Das kann man so in der Form nicht sagen, denn egal wie wir das operiert haben, sowohl bei offenen Verfahren, aber auch bei endovaskularen Verfahren, dass wir von systematischer Erkrankung sprechen. Das heißt, das Entstehen von Aneurysma ist durch eine Schwäche im Wandbereich, wo wir genau die Gründe dafür eher weniger wissen. Wir wissen, dass Risikofaktoren geben, aber warum das entstanden hat, da gibt es Theorien, aber keine feste Gründe, die wir wissen. Das heißt, wir müssen immer gucken und kontrollieren, egal ob die Rekonstruktion offen oder endovaskulär vorgenommen war, dass die Patienten nicht in anderen Orten oder anderen Segmenten von Schlagader ein neues Aneurysma entstanden hat. Ja. Ja, und darum geht es hauptsächlich. Bei endovaskularen Verfahren ist es auch nicht nur der Grund so, sondern der Hauptgrund, dass wir ein Thema, die Abdichtung oder das Ergebnis von der OP in regelmäßigen Abständen mit Ultraschall, aber auch mit Computertomographie kontrollieren müssen. Dass wir eine Komplikation ausschließen, was jetzt die Achillessehne dieser Methode darstellt, und das nämlich ein Leck oder Leckage. Das heißt, dass die Abdichtung suboptimal ist, sodass Aneurysma nicht 100% ausgeschaltet ist und das unter Umständen weiter wachsen kann und daraufhin unter Umständen auch platzen kann. Das heißt also, man wird auf jeden Fall danach regelmäßig wieder zu seinem behandelnden Arzt gehen müssen, ja, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist so wichtig, so dass wir bei inkompletten Patienten quasi das Verfahren weniger nicht aussuchen würden. Ja. Aha. Sondern dann sagen würden, auf jeden Fall eine offene OP. Eher offene OP. Wir müssen sicherstellen, dass der Patient die Methode auch verstanden hat, sodass dass er seine Kontrollen wahrnimmt. Ja. Ansonsten besteht Gefahr, dass zu dieser Endolik-Komplikation gekommen ist und das, was wir nicht detektiert haben, dass unter Umständen zu einer Wachstum von Aneurysma und daraufhin Ruptur da kommen kann. Wenn ich jetzt eine Aneurysma-Behandlung hinter mir habe, was kann ich außerdem selbst tun für mich, außer dass ich regelmäßig danach zur Kontrolle gehe? Wichtig, dass wir die Risikofaktoren einstellen. Betrifft an erster Stelle das Rauchen, dass der Patient mit Rauchen aufhört und auf Nikotin verzichtet. Und da sehen wir zu, dass wir den Patienten auch dabei unterstützen. Ja. Andere ganz wichtiger Aspekt wäre die Einstellung von Blutdruck, dass wir optimalerweise der systolischen oder der höheren Blutdruck eher weniger als 130 mmHg einstellen, aber auch betrifft die sämtliche kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Übergewicht, dass der Patient auch sich bewegt und auf seinen Lebensstil achtet und was alles dazu gehört, auch im Labor, wie die Cholesterinwerte und auch bei Diabetikern, wobei die Diabetiker seltener bei Aneurysma betroffen sind, dass auch diesbezüglich alles durch den Hausarzt eingestellt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.